Aber jetzt haben wir wenigstens Jones auch überzeugt davon, dass wir tatsächlich shiften können. Und ich würde mal sagen, als nächstes shiften wir keine LKWs, sondern machen die Sheriff-Herausforderung. Diese ist ja gekennzeichnet durch ein Sternchen. Und anscheinend noch ein ist weg, oder auch nicht. Da haben wir Hey, sie. wir dürfen die Bullen nicht zu dem Treffen führen. Warum? Jerichos Leute kümmern sich schon drum. Mann, wir dürfen die Bullen nicht zu dem Treffen führen. Warum? Jerichos Leute kümmern sich schon drum. Dann kümmern sie sich auch um uns, du Idiot. Und wenn wir es nicht zum Treffen schaffen, wird Jimmy uns töten. Wir müssen sie abhängen. Ja, Na los, Darius. jetzt müssen Wenn wir die Bullen quasi uns das nicht töten, Gleiche dann komme machen ich wie gerade Kuchen eben, an. und Das wäre zwar ein herber nichts Verlust für loswerden. San Francisco. Nur das Blöde ist, dieses Mal auf Zeit. Mann, ich fühle mich gut heute. Du dich auch? Ich fühle mich so total positiv. Darius, bist du irgendwie drauf? Du redest, als hättest du mehr als einen Taco geschluckt. Allerdings, ich muss sagen, ich kam nicht gerade das beste Auto, aber es ist schon eine Verfolgungsjagd. Sieht aber bei mir sogar ein Camaro lieber. Tu etwas, Darius! Als so etwas Schwaches und Leichtes. So, bei Verfolgungsjagden bin ich ehrlich, klobig bzw. schnell muss es sein. Ja, der Camaro ist weder das eine noch das andere. Von daher könnten wir noch leichte Probleme bekommen. Ungefähr so. Verstand verloren? In dieser Art. Stress bringt dich noch um, Albert. Du musst dich entspannen. Atme tief durch. Denk an das Meer. Ja. Ich muss sagen, Kenner hat einfach mal. Du verstehst? Interessante Erklär mir das mal bitte. Philosophie. Noch ein bisschen. Warum müssen die Bullen immer da sein, wenn was abgeht? Als wäre ich verflucht. Okay, glaub mir, heute ist ein Glückstag. Ja, sein Glückstag. Er ist an uns geraten. Der arme Kerl, tut mir leid. Wenn ich auch gnadenlos, ehrlich. Denn. Hey, Junge! Boah, wir haben schon dem Fahrlehrer gezeigt, dass wir nicht fahren können. So dass ich nicht fahren kann im Spiel. Schicker, passt der Dass gerade ein Auto, auf dem wir gelandet sind. Geile Scheiße. Wir Mann, mit dem Kopf am Arsch können wir nicht beim Flugzeug aufkreuzen. Mensch, was für ein Pech. Und Jerichos Jungs werden uns echt falten, wenn wir wieder versagen. Vertrau mir, wir schaffen es zum Plattform. Und jetzt erstmal einen kleinen Location-Wechsel. Und jetzt auf die nächste Straße. Und das ist doch mal ein guter Drift gewesen. Ein Drittel der Zeit hast du schon verplempert. Ich glaube, oder nicht zu lange aus den Augen lassen. Ab jetzt fängt für mich eine andere Phase an. Und so ist das was, was wir ohnehin noch kennenlernen werden. Und zwar, dass wir andere Autos benutzen können, um unser Ziel zu erreichen. Denn jetzt sind die erstmal ordentlich abgelenkt. Ja, Darius, wir haben noch einen aufgegabelt. Oh nein. Und können gegebenenfalls, glaube ich sogar. Nein, schade. Das können wir also nicht. Aber wir können ja die andere Streife rammen. Ja.
immer gut mit einem Van Polizisten zu rammen, denn so ein Van ist doch einiges schwerer. Aber ich hab da so ein ungutes Gefühl, ich werd lieber in unser Auto driften. Ey, Leute, hätte ich jetzt irgendwie schlecht Lust. Kommt aber noch später. Jedenfalls werden wir noch ein bisschen mehr machen müssen als bisher. Harry, es ist alter Tubas. Scheißkopf, endlich loszuwerden. Und davon hattest du in der Pubertät ja schon genug. Jetzt und klar, dann hüpfen wir und können hoffen, dass wir so durch geschickte Gegenverkehrsfahren loswerden. Wir sind fast da, aber erstmal müssen wir diese Bullen abhängen. Ja, das ist gute Arbeit. Mit den Bullen haben wir dann noch schon kleinere Probleme anscheinend. Und ich weiß, dass wir die Cops anhängen müssen. Das müsst ihr mir nicht nochmal schreiben. Immerhin, zwei Cops haben wir schon abgehängt. Und jetzt haben wir noch 8 Sekunden, bis wir umdrehen können und die Cops offiziell abgehängt haben. Das läuft gut, Darius. Wir hängen sie ab! Ich dachte schon, da ist ein neuer Cop, dabei ist das nur eine Filmherausforderung. Die kann man auch immer mal wieder aufsammeln. In Ordnung! Die Cops sind weg! Jetzt bring uns ans Ziel, aber schnell! Ja, darum habe ich ja schon lange gewendet. Und so weit weg ist der ja nicht, nur 400 Meter. In 1,5 Minuten, da könnte ich sogar noch einen Kaffee trinken. Würde ein bekannterer Taxifahrer aus dem Film sagen. Aber ich nicht weiß, ob der für 400 Meter fahren würde. Und ist der Geld trotzdem. Ja, jedenfalls. Wir verpassen das hier. Den nächsten Abschnitt musst du in der halben Zeit fahren, oder wir sind tot. Auf Jerichos Bande. Und gut, das war. Versucht also in Jerichos Organisation Karriere zu machen? Die Gelegenheit darf ich mir nicht entgehen lassen. Da werde ich ihn unterstützen. So, da bin ich wieder. Ja. Odell Williams und Darius Spencer. Kleine Fische, aber sie arbeiten für Jerichos Bande. Die behalte ich mal im Auge. Ja. Machen wir das. Und damit hätten wir auch das geschafft. Und wir haben jetzt eine neue Fähigkeit kennengelernt. Das Ram. Ja, einfach ein Auto, John. Ja, einfach ein Auto klauen. Nehmen wir mal. Tag, heute ist der Tag. Welcher Tag? Versicherungsbetrugstag. Musik in meinen Ohren. Ja, alles raus. Einfach mal ein schweres Auto jumpen und bam. Wham, bam, so ähnlich you, halt. In dem Schiff ist das jetzt unsere zweite übernatürliche Fähigkeit. Oh, das, Training, kann ich sagen. Das müssen wir halt noch dreimal machen. Ich finde allerdings, mit so einem Auto macht das nicht halb so viel Spaß wie mit einem Einsatzfahrzeug, zum Beispiel nach Feuerwehr. Aus meinen Beinen guckt ein Knochen raus. Herzlichen Glückwunsch. Boom. Und boom, tschakalaka. Ups. Tut mir leid, Ford. Ich habe also mehr drauf als einen Trick. Ja, John, du weißt noch gar nicht, was du alles drauf hast. Und wir haben eine neue Verfolgungsaktivität freigeschalten. Und jetzt würde ich mal sagen, fahren wir nach links.
Gucken wir es vorher noch. Oh ne, okay. Pontiac Le Mans brauche ich nicht. Dann nehme ich dann weiter mal den Ford. Okay, schnall dich an. Nicht heute, Chuck. Warum nicht? Wie soll ich denn meine Versicherung abzocken? Versicherung abzocken. Ey, glaub dir, du wirst die Versicherung wirklich brauchen, wenn du bei uns mit drin sitzt. Ja, ich kann ja mal kurz gucken. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem, das sich ganz einfach lösen lässt. Durch Shifting. Denn wir müssen jetzt zu der neuen Aufgabe. Und das wäre mit vorn nicht so einfach geworden. Jun, ich bin nur realistisch. Du bist noch nie ein Rennen gefahren. Ayumu, bitte. Ich bin nervös genug. Entweder gewinnen wir das Geld fürs College oder wir sitzen im Flieger nach Nagoya und... Und wir hängen im Familiengeschäft und sind im Knast, bevor wir 40 sind. Du wirst aufs College gehen, Ayumu. Wir werden nicht wie Dad und Onkel Joji enden. Ja, wir dürfen jetzt zwei Asiaten, ich weiß nicht, ob Japaner oder Chinesen oder sonst was, dürfen wir zum Rennsieg verhelfen. Und jetzt endlich auch mal in einem meiner absoluten Lieblingsautos, den Audi TT RS. Ayumu, ich bin ganz zuversichtlich. Glaubst du echt, wir können es schaffen? Ich glaube, die bauen uns ein Denkmal. Anschnallen. Ja, und im Gegensatz zum anderen Mal sind es jetzt Tatsache 10 Rennen. Nicht 10. Jetzt Tatsache 20 Checkpoints. Und... Autsch! Ja, au! Ich war... Oh. Ja gut. Da untertreibt es das Spiel ein bisschen mit der... mit der Schadenssimulation, denn in echt wäre das Auto vorne komplett Matsch gewesen. Und ihr seht auch, das Gute an Audis ist, die Dinger powern. Ich bin kaum den Unfall gehabt und schon wieder auf 220. Wir verlieren irgendwie. Legst du noch einen Zahn zu? Ja. Tipps brauche ich nicht. Und so ein Zulegen, das mache ich doch schon. Ich fahre doch schon 260. Und bin schon an zweiter Stelle. Direkt hinter einem Audi. Oh oh. Scheiße. Und. Das war ein VW. Aber wir sind dennoch überraschend zweiter. Bis gerade eben waren wir noch Erster. Ja, und das. Das Auto sieht nicht mehr besonders hervorragend aus, aber das vom... Wir sind nicht mal halb durch. Also das andere auch nicht wirklich. Ja, und ihr seht, mit dem Audi ziehen wir auch einen Nissan 370Z ab. Was an sich auch ein schönes Auto ist. Hat ja den Ruf vom Aldi Porsche. Weil das Ding... ungefähr so kraftvoll wie ein Porsche ist, allerdings nur 70.000 kostet. Oder so ähnlich. Den genauen Preis habe ich nicht mehr im Kopf und wir haben die Hälfte Halbzeit geschafft. Und wir gehen ab. Und jetzt geht's noch gelernt, zu Powersliden. Richtig los. Es heißt driften. Ja, Driften haben wir gerade zu Genüge. Hinten sieht das Auto wenigstens noch ordentlich aus, aber vorne nicht mehr so ganz taco. Und ich fahre irgendwie an Feuerwehrautos vorbei, wenn ich die Dinger nicht brauche. Schade. Denn wir vielleicht aus 0,5 von Euro Truck Simulator wisst, ich bin ein Feuerwehrfreak. Du
fährst ja wie besessen. Ach, stimmt's. Feuerwehr. Ja, das höre ich heute öfters. Ausbildung und Let's Play. Mehr nicht. Nicht derzeit kommen. Termin allerdings sind erstmal beide teilweise so oft so langlebig, dass ich da kaum hinterherkomme. Und ich bin gerade mal ein bisschen traurig, dass das Auto nur 282 ist. Also ich hätte jetzt 300 gerne. Wir sind vorne, schlag ein! Hey, ich fahre. Das geht jetzt nicht. Ja. Na, kann man streiten. Manch einer würde auch einschlagen. Allerdings, wir schlagen halt nicht ein, sondern fahren jetzt gleich durch den vorletzten Checkpoint ein und haben damit das sichere Ziel und den College-Fonds vor Augen. Und ich würde mal sagen, reingedriftet! Ja! Ah, was habe ich gesagt? Kein Problem. Ja, für kein Problem sieht der Auto auch entsprechend aus. Und da haben wir einen Chevrolet. Nitro haben wir jetzt auch noch. Wunderbar. Nimm dir eine Karre, irgendeine. Oh, nicht so eine, nicht ein Neon. Jetzt können wir es endlich mal. Kann so ein Auto also irgendwie manipulieren? Wer ist mit mehr Tempo? Wir fahren die Feuerwehr. Und so mit Nitro. Mann. Das machen wir gleich nochmal. Wow. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich mach die Feuerwehr. Und wir haben jetzt eine neue Mission freigeschaltet, aber vorher will ich noch einmal rammen. Und zwar dieses Auto und badabum. Ups. Ja, der fährt erstmal nach hinten. Und dann. So. Ach. Ja, sorry. Ich hatte gerade vergessen, wie ich zur Mission komme. Oh. Ja, die Mission jetzt. Doch ein bisschen weiter weg, wie ihr seht. Sie ist noch nicht auf der Karte ersichtlich. Und ich würde erstmal sagen, nach dieser Mission höre ich dann auch erstmal auf. Ich muss sowieso sehen, ob das mit der Aufnahme alles geklappt hat. Denn ich spiele das jetzt zum ersten Mal für eine Aufnahme in Vollbild. Hab ja jetzt die Vollversion zu Bandicam, darum seht ihr den Namen oben auch nicht mehr. Und werde ich die Fraps-Anzahl ersparen. Hier Einsatzleitung, wir haben eine 207 in der Nähe des Rathauses. Entführung? Mann, jetzt wird's interessant. Das Opfer ist Sarah Allen. Es ist ihr gelungen, uns aus dem Kofferraum des Tatfahrzeugs anzurufen. Wir übernehmen. Stellen Sie durch. Ja, hier ist Sarah Allen. Ich höre Sarah. Sie sind am Rathaus? Ich war auf dem Platz, als sie mich packten. Ganz öffentlich. Die haben echt Mut. Halten Sie durch, Sarah. Wir sind unterwegs. Ja, und jetzt nicht wundern, wenn ich gleich ein bisschen schneller bin. Ich möchte, dass ihr auch. Willst du deine Kiste schrotten? Sicher, kleiner Versicherungsbetrug mit der Behörde. Ich möchte, dass ihr auch die Sprachen
Zwischen mitkriegt, dann nehme ich an. Ich sag nur. Hör auf mit der Show, John! Ups. Ja, ich wollte eigentlich nicht ups sagen. Zumindest auch nur schon mal so viel gewinnt, viel Schiff. Und ich hoffe, dass ich gleich nicht immer nur alles umkarre. Hallo und fort. Hätte wo sind sie denn können? Ich weiß nicht. Es klingt anders. So als ginge es durch einen kurzen Tunnel. Oder eine Unterführung. Wir kommen, Sarah. Ja, jetzt müssen wir ab zur Unterführung. Das sehen wir hier auch. Also, da steht jetzt nur, dass wir die entführte Frau finden sollen. Weil wir müssen jetzt zu einer Unterführung. Und das ist ein kleines Problem. Hier ist alles voll. Oh, das sieht sicher nicht gut aus. Autsch. Der arme Dodge. Das ist ein schöner Charger RT. Okay, Sarah, wo sind Sie jetzt? Da waren gerade viele Sirenen. Ich weiß nicht. Es wurde nichts durchgesagt. Vielleicht eher ein Krankenwagen. Das City Hospital ist nicht weit. Oh. Guter Plan. Ja. Die Deckmöhren schon höher eingeschätzt. Heute ist irgendwie der Tag der Autotransporter. Und ab geht es. Hören Sie mich noch? Wir sind gerade an einem großen Gebäude. Hallo? Sarah? Verdammt nochmal. Was jetzt? Oh. Jetzt ist er. Stella! Eine holde Jungfrau ist in Not. Oh, da geht's lang. Ja, und ich glaube, jetzt werden wir zum ersten Mal shiften. Ja, werden wir. Ich muss mich in sie hineinversetzen. Was willst du? Jones, ich muss mich konzentrieren. Wir müssen uns auf die Frau im Kofferraum konzentrieren. Das tue ich. Ja, weg ist er. Und jetzt sehen wir, wo wir hingeführt werden. Ist den Kofferraum. Wir müssen jetzt erstmal den Kofferraum öffnen. Mal geschafft. Und los geht's. Am Embarcadero. Los! Was? Ich war da im Kofferraum. Ich hab rausgeguckt. Warn mich, wenn du sowas machst. Und wir haben jetzt. Ich will wissen, ob ich mit dir oder einem Autopiloten fahre. Sorry. Zombie. Gut, haben wir jetzt auch das Rätsel gelöst, wie das Auto fährt, während wir uns wegschiften. Wir fangen quasi dann über den Autopiloten. Und wir haben jetzt noch 9, 8, 7. Was ist jetzt, Captain Fantastic? Wo ist sie? Und Autopilot. Ja, ui. Und da haben wir es. Das ist mich irgendwie fasziniert, dass der Kofferraum auch nie zugeht wieder. Downtown, definitiv in Downtown. Ja. Okay. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich mich an diesen Psychokram gewöhnt habe. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das auch unseren Protagonisten so ergeht. Ja. Und noch 15 Sekunden. Eine Hüpfer. Und. Pass auf, wo du hinfährst! Ich pass auf. Pass besser auf. Ja, Komm, lassen wir den Wagen ganz. Es ist einmal. Komm schon, Sarah. Ja, das ist dann anscheinend so ein bisschen Alarm für Cobra 11 Anspielung gewesen. Und jetzt steht das Auto wenigstens endlich mal nur. Wer ist denn, das verändert erstmal nicht seinen Weg. Und
Hier sind wir wieder. Ist hier, verdammt. Irgendwo ganz in der Nähe. Es gibt Tische. Es gibt Kaffee. Ja, jetzt müssen wir endlich. Jetzt müssen wir den. Helfen. Ja, und jetzt ist es doch schon ein bisschen knapper mit der Zeit bemessen. Vorhin hatten wir ja noch 1,5 Minuten für 400 Meter. Jetzt haben wir 500 Meter und nur 20 Sekunden. Müssen aber wenigstens einen Großteil nur springen und jetzt einmal hier reindriften. Und ich bin wieder still. Sieht er irgendwie verdächtig aus? Der da mit Vollgas wegrast? Ja, tut er. Kriegt das Mädchen wohl kaum heil da raus, wenn wir den das Heck abfahren. Ja, Ich hatte euch ja gesagt, dass wir irgendwann nochmal in den Gegenverkehr schiften sollten. Jetzt ist es soweit. Und das markierte Auto ist ein neuerer Charger, naja. So begeistert bin ich davon nicht. Genauso wenig wie von dem Leck gerade. Jedenfalls müssen wir das Ziel frontal treffen. Also ungefähr so. Und wir müssen es noch einmal tun. Ja, da können wir uns dann wenigstens ein Auto aussuchen. Ja, hat gerade Glück gebracht, nehmen wir noch einen Charger. Und jetzt Kuppel. Und los geht's. Und Treffer. Platsch. Schön, wie auch ein Abspiel. Gut gemacht. Oh, danke. Ja, weiter. Ma'am? Sind Sie okay? Wer sind Sie? Wir sind Polizisten. Wie haben Sie mich gefunden? Das wollen Sie gar nicht wissen. Ja, ich glaube, das wäre zu hoch für Sie. Unter Schock. Können Sie noch mehr über die Vorkommnisse sagen? Da war diese Frau. Sie war schön. Klang fremd, vielleicht Mittlerer Osten? Sie hat mir ein Messer an den Rücken gehalten und dann hat mich ein Komplize in den Kofferraum geworfen. War sie auch in dem Wagen? Nein, sie ist alleine verschwunden. Ich habe den Wagen kurz gesehen. Ein weißer Sportwagen, sah ziemlich teuer aus. Es geht also um viel Geld. Aber warum Sie? Was genau arbeiten Sie? Als Industriechemikerin. Was meinst du, John? Drogen? Könnte sein. Aber irgendetwas stimmt da noch nicht. Industriechemikerin. Warum klingeln da meine Alarmglocken? Aber wir haben eine Teilbeschreibung der Entführerin und ihres Fahrzeugs. Könnte ja irgendwo hinführen. Ja, Jetzt haben wir auch rausgefunden, wer entführt wurde und wer entführt hat. Und was noch viel wichtiger ist... Wie geht's meinem Partner, Doc? Er ist stabil. Wir hoffen, ihn morgen nicht mehr künstlich beatmen zu müssen. Wir haben jetzt auch einen neuen Bereich freigeschalten. Und haben mittlerweile anscheinend nicht nur den Prolog, sondern auch Kapitel 1 beendet. Und mit
Mit der Aussicht auf Kapitel 2 würde ich sagen, nach der Sequenz beende ich. Und? Wie geht's hier? Oh, ein bisschen durchgeschüttelt, aber okay. Ah, man wird nicht jeden Tag in einem Kofferraum eingesperrt. Sie jedenfalls nicht. Los, machen wir weiter. Alles klar. Wie gesagt, die Zwischensequenz werde ich noch kurz abwarten. Ist auch einfach schon der Charger. Für dich zumindest. Gut, Orange ist nicht so seine Farbe. Mit dem schnellen Schiff, das werdet ihr im nächsten Part alles sehen.